Was sind Obertöne? Ich habe vorhin mal im Lexikon nachgeschaut und mir das noch rausgeschrieben. Vielleicht kann die eine oder der andere was damit anfangen. Obertöne sind die in einem erklingenden Einzelton mitschwingenden höheren Töne, deren Schwingungszahlen ganze Vielfache der Schwingungszahl des Grundtones sind. Alles klar? Tja, da ist immer noch die Frage, was sind Obertöne? Und ich glaube, der Christian Bollmann kann uns das besser erklären als ein Lexikon. Christian, würdest du das mal machen? Obertöne sind Töne, die die Grundtöne bestimmen. Das heißt, jeder Klang, jeder Ton besteht aus einem Grundton und einer Reihe von Obertönen, die über diesen Grundton aufgebaut sind. Sie bestimmen die Klangfarbe und diese Klangfarbe wiederum signalisiert uns, um welchen Ton es sich handelt. Um eine Geige, eine Trompete, ein Didgeridoo, eine Stimme, verschiedene Stimmen. Jede Stimme hat ihr eigenes Klangmuster, so wie ein Fingerabdruck. Und dieses Klangmuster wird durch die Obertöne bestimmt. Nun hören wir diese Obertöne nicht, weil wir eben immer auf die Bedeutung des Klangs achten. Denn auch wenn wir sprechen, schieben wir ständig Obertöne hin und her. Wir gehen alle mit Obertönen um, ohne das zu wissen. Wir hören die Obertöne nicht in der Sprache, weil wir auf den Sinn achten. Wir hören Obertöne nicht, weil wir eine Sprachmelodie haben und damit eben ständig der Grundton verändert wird. Und wir hören Obertöne nicht, weil das alles so furchtbar schnell geht. Wir können aber jetzt diese Faktoren versuchen zu reduzieren und zum Beispiel nur auf einem Ton sprechen, die Sprachmelodie völlig ignorieren. Und dann kommen wir in diesen Bereich, wo sich Musik und Sprache vermischen. Wir kennen das natürlich auch aus bestimmten Situationen, Ritualen bestimmter Institutionen. Wenn wir dann aber auch noch das Tempo verlangsamen, hören wir auch in der Sprache Obertöne. War das zu vernehmen? Die Reihe der Obertöne baut sich wie folgt auf. Ich kann das hier am Monochord demonstrieren, das hat Pythagoras schon getan. Wenn wir eine Saite im Verhältnis 1 zu 2 teilen, erscheint die Oktav. Teilen wir sie im Verhältnis 1 zu 3, erscheint das nächste Intervall, die Quint, das zweitkonsonanteste Intervall. 2 zu 3, 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 4, 4 zu 5 ist die Reihe, etc. Ganzzahlige Vielfache. Und es entsteht diese Reihe. Quint, Oktav, die große Terz, die Quint, womit der Dur-Dreiklang als natürliches Phänomen dasteht, darüber die Naturseptim, und wieder die Oktav. Zunächst die Oktav, in der zweiten Oktav schiebt sich die Quint dazwischen, in der dritten Oktav schiebt sich zwischen die Quint die Terz, oben die Septim, etc. Unendlich geht dieser Prozess noch weiter, nach oben. Und somit, wenn wir uns auf die Obertöne konzentrieren, auf sie hören, verbinden wir uns gleichzeitig mit einem Aspekt von Unendlichkeit. Danke, Christian.
Nicht wahr? Das ist mit ganzzahlig gemeint. Das ist mit ganzzahlig gemeint.